1.32, 1.33 haben wir hier. Und hier ist Gela. Gela ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das ist aber ein Sprung von 17 auf 70. Ja, also so. Ich möchte dann auch ein Autogramm haben. Ja, natürlich. Du kriegst aber ich auch... Ich das erste Mal angerufen habe, nee, Quatsch, eine Mail geschrieben habe und bin gleich da dran gekommen. Also das ist ja richtig lustig. Weil du es bist. Ja. So. Ja, also... So, Gela, Internet. Ich habe ein Problemchen. Ich sag mir ja selber, das ist nicht in Ordnung, aber... Ich muss jeden Tag am Computer sitzen und mich beschäftigen, aber nicht spielen oder sonst was. Und es ist auch nicht so allzu lange. Also schon nachts fällt mir ein, ach, das musst du mal probieren und das musst du mal probieren. Mhm. Und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich das herausgefunden habe, wie das geht. Also zum Beispiel so Bildbearbeitung, also ein Krempel. Mhm. Muss dazu sagen, dass ich meinen Computer ja noch gar nicht so lange habe und in meinem ganzen Lehrerdasein, jetzt bin ich ja schon lange Rentner, mit dem Computer auch nichts zu tun hatte, weil ich ja ein DDR-Kind bin, da war das ja noch nicht so dolle. Ja, hier auch noch nicht, im Westen damals gab es das auch noch nicht so. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mich so reingekützt. Mhm. Ja, auch Spaß, aber jetzt habe ich richtig ein bisschen Bedenken, weil ich... Ja, aber was machst du denn da so, wenn du da so lange... Naja, mit Peinecke, Bildbearbeitung und manchmal sitze ich den ganzen Tag und lass alle... Das ist irgendwie meine ganzen anderen Prioritäten, die sind... Dahin. Ich meine, andererseits finde ich das ja toll, wenn du in deinem Alter dich dann noch so reinbeißt. Und das trainiert ja auch gut das Gehirn. Das okay, ja so. Und da frage ich mich jetzt manchmal, also ich bin nicht so ein sonderlich ehrgeiziger Mensch, also ich stelle mir wirklich dazu Fragen, warum das so ist. In der Schule als Lehrer habe ich gedacht, ja, kommst gut oder rund, geht alles in Gang. Aber hier gebe ich jetzt auf einmal nicht Ruhe, bis ich das habe. Und aber das zeigt mir, dass du eine ehrgeizige Frau bist und die eine Lösung finden will. Ja, aber eigentlich bin ich das ja nicht. Das ist erst neuerdings. Das denke ich mal, bist du jetzt ehrgeizig im Alter geworden? Gut, meine Nachbarn, die sagen, ey, was, jetzt bist du ja besser als ich, weil die haben ja die ganz kleinen Sachen, so Mail schreiben und ach, und mit Word kann ich doch alles überhaupt nicht. Ja, na, gut. Da habe ich so ein paar anerkennende Worte, aber das ist mir eigentlich, eigentlich ist mir egal. Daran kann das eigentlich auch. Also, so wie du es mir jetzt schilderst, finde ich das in Ordnung. Finde ich es gut. Nee, aber nicht. Nicht zu viel. Nicht vor und, ja, das ist es ja. Jeden ja, Abend dann mach doch einfach ein bisschen weniger. Ja, das ist ja mein Problem, warum ich angerufen habe. Abends nehme ich mir vor, morgen machst du einen vernünftigen Tagesablauf. Ich bin sonst immer rausgegangen, habe ja auch hier ein Häuschen und Garten und. Mhm. Ich lasse das alles liegen und deshalb machen mir ja solche Gedanken. Mhm. Und wieder muss ich an dieses blöde Ding rangehen. Und gut, aber was gibt es da für eine Lösung? Da gibt es nur die Lösung, indem du bist eine erfahrene Frau von 70 Jahren, indem du dir selbst dann das noch stärker auferlegst, nur so und so viele Stunden vor dem PC zu sitzen und dir vielleicht andere Sachen vorzunehmen, die du dann auch erfüllen musst. Vielleicht Verabredungen oder was weiß ich, wo du gar nicht dann anders mehr kannst. Richtig, das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit, ja. Gemacht, da bin ich zum Sport gegangen. Ja, genau. Ja, und das ist schlimm eigentlich. Ja, ja, ja. Nee, da musst du nur noch ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen. Ich glaube, dann geht es schon. Dass du das grundsätzlich angefangen hast, nochmal Kompliment, finde ich gut. Ja, damit habe ich ja auch kein Problem, aber das wird ja immer schlimmer. Ja, aber da musst du jetzt bremsen. Das ich immer mehr, ja. Und na gut, und wie bremse ich mich? Das ist ja, ja, wirklich, indem du dir eine Struktur schaffst und die mit anderen Sachen füllst. Ja, ich bin sonst ein ganz struktureller Mensch. Ich bin schon fast ein, wie sagt man, Perfektionist normalerweise, im Leben. Also eigentlich hat bei mir alles immer seine Zeit gehabt. Dann machst du das und das und jetzt lasse ich alles liegen. Und das ist mir irgendwie nicht normal. Also da du jetzt schon so klar darüber sprichst, bin ich optimistisch, dass du das in Kürze auch im Griff haben wirst. Ja, das sagen ja die anderen auch, wenn du das schon erkannt hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Geh da. Dann muss ich. Ich glaube, das wird gut gehen. Na gut. Ich bin guter Dinge. Gut, ich eigentlich ja auch, aber dann verfalle ich immer wieder. Ja. Gela, aber schön, dass du angerufen hast und wir haben uns hier kennengelernt. Ja, das ist sehr schön. Gut. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss.